Ja, ich habe im Standbild geredet. Trainer hat die ganze Zeit im Standbild gesprochen. Es war da, wo sie in der Nase gebohrt haben. Herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von Elf Freunde Heimspiel. Wir haben mit Spielern gesprochen, wie es ihnen geht, Geschäftsführern und einem Experten für den italienischen Fußball. Heute wollen wir mal ergründen, wie es so den Trainern in dieser Pause oder in dieser Corona-Krise geht. Und freuen uns, dass wir da mit dem Nürnberger Trainer Jens Keller sprechen können. Er musste selbst sich in Quarantäne begeben, weil einer seiner Spieler positiv getestet worden ist. Und seitdem ist der erste FC Nürnberg wieder im Trainingsbetrieb und uns interessiert natürlich, wie das Ganze jetzt überhaupt vonstatten geht. Ja, schönen guten Tag, Herr Keller nach Nürnberg. Hallo, grüß Sie. Hallo. Sie haben sich auch 2 Wochen in Quarantäne befunden, weil einer Ihrer Spieler positiv getestet worden ist. Jetzt sagen ja viele, die das Gleiche durchmachen, Sie haben ganz viele Serien geschaut, fast schon wie eine Sucht. Wie ist das denn für einen Trainer? Schaut der sich dann die ganze Saison nochmal an oder scoutet Spieler in der zweiten belgischen Liga? Wie war das für Sie? Die ganze Saison nicht, aber in der Tat habe ich mir viele Spieler angeschaut. Mögliche Spieler, die wir eventuell vielleicht verpflichten können, wenn es irgendwann mal wieder normal weitergeht. Und deshalb habe ich da die Zeit genutzt, habe für mich auch selber den Sport wieder gefunden, haben mir ein Spinningbike nach Hause kommen lassen und bin da sehr viel drauf gesessen und ja, die Zeit, irgendwie ging sie rum. Sie sind ja noch nicht so lange in Nürnberg, waren dann erstmal allein in der Wohnung, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie war denn dann die Zeit nach der Quarantäne? Haben Sie jetzt schon Zeit gefunden, sich Möbel zu besorgen oder irgendwas anderes in Nürnberg zu machen? Nein, meine Wohnung war schon, ich habe die seit 1. Dezember und habe das in der Zeit schon geschafft, die Wohnung einzurichten. Also ich habe eine schöne Wohnung und habe da auch alles schon fertig gehabt. Ja. Okay, der Trainingsbetrieb läuft ja jetzt, es ist nicht der normale Betrieb. Können Sie kurz nochmal erläutern, wie das gerade abläuft? Also es ist ja so, dass die Spieler in Kleingruppen jetzt erstmal trainieren. Genau, es ist aktuell so bei uns, dass wir mit 8 Spieler, aber von den 8 sind immer 4 nur auf einem Platz. Mhm. Und dass wir halt mit 4 Mann auf einem Platz arbeiten und dann immer, wenn die fertig sind, die wegfahren und dann kommen die anderen erst wieder. Mhm. Der Spieler, der positiv getestet worden ist, kann der auch alle Übungen wieder mitmachen oder gibt es da noch Vorsichtsmaßnahmen gerade? Nein, gar nicht. Der hatte ja auch nie irgendwelche Symptome. Er hat den Virus zwar gehabt, aber er hat nie in irgendeiner Form Symptome gehabt. Und deshalb ist er voll im Mannschaftstraining oder in diesem Gruppentraining integriert. Ja, aber die ganze Mannschaft musste sich ja dann auch in Quarantäne begeben. Wie ist das als Trainer? Muss man da besonders darauf aufpassen, dass jetzt die Verletzungsanfälligkeit nicht da ist, wenn man dann wieder in Anführungszeichen geregelten Betrieb überwechselt? Ja klar, wir müssen natürlich in den 2 Wochen konnten sie nicht viel machen. Wir haben einen Spinningbike, der eine oder andere hat ein Laufband gehabt, sodass sie zu Hause wenigstens ein bisschen was machen konnten. Und dann haben wir ja eine Woche nur Homeoffice gemacht, sprich die Spieler sind nur individuell laufen gegangen. Da haben sie natürlich schon das Programm gesteigert bekommen. Und jetzt haben wir langsam angefangen, aber wir steigern und trainieren schon relativ intensiv im Moment. Was kann man denn noch machen? Also Passübungen natürlich, aber ich kann mir vorstellen, so ein 5-2 am Anfang ist ja schon aufgrund des Kontaktverbots gar nicht möglich. Also muss man da jetzt sehr viel Fantasie beweisen als Trainer? 5-2 wird in 2 Hinsicht schwierig, wenn man nur mit 4 Mann wird bei 5-2 ist schon ein bisschen wenig. Und dazu kommt natürlich, dass man immer die 2 Meter Abstand einhalten muss. Also das ist nicht möglich, solche Spielformen zu machen. Da geht es rein, weg um Technik. Technische Formen und Athletik halt. Torschuss dann auch schon ohne Torwart oder mit Flanken, sowas in der Art möglich? Ja, möglich ist das, klar. Und haben wir auch schon gemacht jetzt, dass man halt Zielbälle ohne Torwart, sondern halt Zielbälle macht. Und das ist möglich, klar. Es ist noch die Rede davon, dass die Spieler Hausaufgaben bekommen. Also geht es jetzt noch weiter, dass sie dann auch zu Hause sich nochmal aufs Fahrrad dann setzen? Ja, wir haben ein Trainingsprogramm. Wir haben jetzt von Montag bis Donnerstag durchtrainiert, also jeden Tag. Zusätzlich haben sie aber zu Hause auch noch nachmittags den einen oder anderen Lauf gehabt. Jetzt machen wir es so, dass wir über Ostern, weil wir sehr intensiv trainiert haben, auch einfach nur Läufe mitgeben, sodass wir am Montag dann wieder starten werden, wie auch immer. Es gibt ja jetzt verschiedene Szenarien, wie es weitergehen könnte. Anfang Mai ist jetzt erstmal angeplant und dass auch sehr viele Tests dann für die Fußballer
bereitgestellt werden und es eine Art Spezialquarantäne gäbe. Halten Sie das für umsetzbar? Ich weiß nicht, was konkret umgesetzt werden soll. Ja. Also wir haben jetzt ja noch nicht allzu viel konkrete Dinge bekommen. Ich glaube, Sie wissen alle selber noch nicht so richtig, wie das ablaufen kann. Und deshalb macht es sicher keinen Sinn, jetzt über irgendwas zu äußern, was noch nicht da ist. Aber gibt es irgendwelche Szenarien, auf die Sie sich dann auch schon jetzt vorbereiten oder die Sie in Ihre Planung mit einbeziehen? Na, können wir ja nicht. Wie gesagt, es gibt keine Szenarien im Moment, wie das konkret aussehen sollte. Und wir machen das, was uns erlaubt ist, sprich in den kleinen Gruppen trainieren. Und alles andere müssen wir von Tag zu Tag bzw. Woche zu Woche entscheiden. Denn wir können uns ja jetzt nicht über irgendwas einen Kopf machen, was noch nicht fix ist. Ja? Es sind mehrere Szenarien, wie Sie auch sagen, ja wohl da, aber sollen wir uns über jedes jetzt einen Kopf machen? Wenn es soweit ist, dann werden wir uns schon darauf vorbereiten. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Anfang Mai die Saison wieder weitergeht und so trainiere ich die Mannschaft in dem Rahmen, in den Möglichkeiten, die wir halt haben. Das ist natürlich nicht optimal, wenn man kein Mannschaftstraining machen kann. Aber das sind nicht nur wir, das Problem haben alle und wir probieren das Beste jetzt halt einfach daraus zu machen. Es gab ja auch einige Kritik, dass der Fußball sich da ein bisschen zu ernst nehmen würde, wenn er jetzt schon im Mai anfängt, während das gesellschaftliche Leben noch ein bisschen stillsteht und andere Sportarten hinten dran sind. Können Sie das nachvollziehen? Sicherlich kann man nachvollziehen. Im Moment gibt es natürlich größere Probleme als im Fußball. Klar, jetzt bin ich im Fußball zu Hause, verdiene mein Geld, aber jeder, glaube ich, in seinem Job würde gerne wieder arbeiten und jede Firma würde gerne wieder unter Volllast arbeiten und so ist es bei uns natürlich auch. Aber ich kann das sicherlich nachvollziehen, weil es einfach weltweit ein Riesenproblem gibt. Und aber jeder probiert halt auf in seinem Bereich das Optimale rauszuholen. Sie haben in einem Interview mit Sky schon relativ deutlich gesagt, dass Sie auch von Ihrer Mannschaft dann erwarten, dass es da zu Gehaltsverzicht kommen würde. Es gibt da wohl auch Besprechungen. Gibt es da schon irgendwas Neues? Ja, wir haben schon eine Einigung, oder es ist schon, Einigung ist das Falsche. Einigung heißt ja, man hat ja schwer verhandelt. Nein, es ist so, dass die Mannschaft bereit ist, Trainerteam, alle bereit sind, in der schwierigen Situation mitzuhelfen, was, wie ich auch schon gesagt habe, für mich völlig normal ist. Okay. Vielleicht zum Abschluss zu der Thematik. Wie sieht denn jetzt so Ihr Tagesablauf aus? Also die Gruppen trainieren ja versetzt über den Tag. Sind Sie dann quasi den ganzen Tag am Trainingsplatz und überwachen jede Gruppe? Nein, auch da ist es ja. Man muss auch gucken, dass die Trainer natürlich, es geht ja auch immer wieder um Ansteckungsgefahr, wenn ein Spieler was hat. So haben wir drei Trainer uns aufgeteilt, plus unser Athletiktrainer, dass jeder eine Gruppe macht. Sicherlich bin ich dann auch noch oft oder länger da, nur auch wir dürfen ja auch nicht in der Kabine mit mehreren Leuten sein, auch die Trainer nicht. Die Mannschaft kommt ja gar nicht in die Kabine und wir Trainer gucken auch, dass wir einfach versetzt da sind und nicht gleichzeitig da sind und dass wir einfach die Auflagen einhalten. Okay. Wir haben zum Abschluss unserer Fragerunde immer fünf schnellere Fragen, die sich so ein bisschen allgemeiner um den Fußball drehen. Viele Leute sitzen jetzt zu Hause, auch im Homeoffice und wissen nicht so viel mit ihrer Zeit anzufangen. Haben Sie ein Fußballvideo, ob bei YouTube, Netflix oder sonst wo, das Sie den Leuten ans Herz legen können? Ich schaue eher Y-Scout, wo ich spezifisch auf die Spieler, auf die Mannschaften drauf gehe. Denn deshalb habe ich jetzt kein spezielles Video, wo die Allgemeinheit sich anschauen kann. Okay, diejenigen, die auch Y-Scout nutzen, wir dürfen nicht so viele sein, aber können Sie was empfehlen? Gibt es irgendwie eine, ich habe gerade schon angesprochen, belgische zweite Liga? Es gibt viele Spieler, die interessant sind, die ich anschaue, aber die werde ich hier jetzt sicherlich nicht in der Öffentlichkeit preisgeben. Ja, ja, weil die Konkurrenz vielleicht auch mithört, ja. Genau. Okay, die zweite Frage, es wird jetzt sehr viel, werden Fußball-Devotionalien auch bestellt übers Internet, vor allen Dingen auch Fußball-Trikots. Gibt es ein besonderes Trikot, was Ihnen in den Sinn kommt, was Sie den Leuten ans Herz legen würden, was man sich jetzt zulegen sollte? Um Gottes Willen, von mir gibt es ja keine mehr, glaube ich. Die sind schon Rarität oder die sind schon von Motten zerfressen. Nein. Vielleicht bei eBay. Nein, auch da kann ich jetzt keinem was nahelegen. Ich denke, gut wäre es, wenn jeder Fan seinen eigenen Verein unterstützt und da einfach, wenn er schon ein Trikot möchte, sich da ein Trikot vom eigenen Verein holt. In Ihrem Fall dann vom FCN, ja. Dritte Frage, wenn Sie so zurückblicken, auch auf Ihre Fußballerkarriere. Gibt es einen Spieler, wenn Sie jetzt mit dem zu Hause bleiben müssten, 1 gegen 1 im Garten spielen jeden Tag, wen würden Sie da wählen?
Oh wei, das sind Fragen. Wir haben uns was dabei gedacht, ja. Ja, das stimmt. Die Frage ist, dann sollte man da einen wählen, wo man gut ausgesehen hat. Das macht keinen Sinn gegen einen, der ein Schwindlig spielt, auch noch zu Hause. Also deshalb, ja, ich habe gegen viele gute Spieler gespielt. Ja, aber spontan. Ulf Kirsten ist ein unangenehmer Spieler, aber zu Hause im Garten wäre es noch ganz, ganz angenehm. Da kann er nicht die Laufwege machen. Ja. Kriegt er auch nicht die Flanken rein dann, ne? Also fällt das auch schon mal weg. Dann ist er doch zu verteidigen, aber wenn er natürlich Raum hat, wird es schwer. Und deshalb im Garten würde ich mit Ulf das... Okay, könnte ein interessantes Duell sein dann. Die vierte Frage, Geisterspiele stehen im Raum. Gibt es ein Spiel aus Ihrer Karriere als Trainer oder als Spieler, wo Sie im Nachhinein sagen, ja, besser, das wäre ein Geisterspiel gewesen und keiner hätte es gesehen? Ja, das gab sicherlich das eine oder andere, gar keine Frage. Ich habe aber live auch schon ein Geisterspiel als Trainer mitgemacht und weiß, was da passiert. Und das ist nicht schön. Ja. Welches Spiel war das? Champions League Qualifikation bei PAOK Saloniki mit Schalke 04. Ja, ich glaube, da waren dann auch nur so 50 oder 60 Fans zugelassen? Oder gar keine Fans. Ja. Da war nichts mit Fans. Da waren Reporter oder halt Vereinsangehörige. Stadion, ansonsten gar nichts. Also das war in der Tat ein Geisterspiel. Ja. Wie hat sich das damals ausgewirkt? Also Christoph Kramer hat jetzt gesagt, beim letzten Geisterspiel zwischen Köln und Gladbach, er brauchte erstmal so 20 Minuten, um überhaupt sich dran zu gewöhnen. Ja, das ist eine ganz, ganz komische Stimmung, wenn man gewohnt ist, dass einfach ja, es laut ist, das, was sich bewegt auf den Rängen. Ja, und plötzlich hört man den Trainer, man hört den Gegenspieler, man hört die Mitspieler, wenn die was rufen. Ja, das ist völlig ungewohnt. Ich sage ja, da muss man auch als Trainer dann aufpassen, was man mal so schreit, weil das hört wirklich jeder dann über den Platz. Und ja, und das ist für alle eine Umstellung. Ja. Haben Sie da schon irgendwelche Tricks oder was Sie dann von dem Spiel mitnehmen, wenn es dann soweit kommen sollte, dass Geisterspiele anstehen? Nein, Tricks nicht. Ja, wir sind dann vielleicht auch am Versuchen, dass wir mal einfach im Stadion eine Trainingseinheit machen, um einfach, dass die Mannschaft das Gefühl kriegt. Ja, weil auch beim 1. FC Nürnberg oder auch 2. Liga sehr viele Zuschauer immer da sind, gute Stimmung in den Stadien ist. Und das ist schon so ein Freundschaftsspielcharakter und das ist natürlich alles andere als ein Freundschaftsspiel, wenn wir die Runde wieder beginnen. Letzte Frage dreht sich darum, Sportschau ist jetzt dazu übergegangen, auch am Samstag Spiele im Real Life anzubieten. Gibt es ein Spiel aus Ihrer Karriere, das da nochmal gezeigt werden sollte? Oh, ja gut, es waren einige Spiele, die spannend waren. Ob das jetzt aber für die Masse interessant ist, ich glaube das Aufstiegsspiel von Eintracht Frankfurt gegen Reutlingen, das 6:3 ist glaube ich ein... Ob das jetzt fußballerisch ein Leckerbissen war, das sei mal dahingestellt, aber von der Dramatik her war das ein sehr spannendes Spiel. Dann mit Stuttgart habe ich in Rotterdam ein Europapokalspiel gehabt. Wir haben zu Hause 3:1 verloren und haben dort 3:0 gewonnen. Mit Schalke, Derby, immer wieder natürlich tolle Spiele gegen Dortmund. Und ich glaube, da gab es schon einige. Ich habe auch das ein oder andere Spiel natürlich gemacht. Ja. Haben Sie diese Spiele denn selbst irgendwie auf DVD, dass Sie die sich mal anschauen zwischendurch? Nein, ich lebe nicht so in der Vergangenheit. Klar ist das irgendwo was Schönes, aber ich schaue mir nicht so Dinge an, die lang her sind. Ich konzentriere mich immer auf die Gegenwart und schaue, dass ich für meine Mannschaft das Maximale raushole. Okay, wunderbar. Dann sind wir durch. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und sehr gerne. Bleiben Sie gesund. Ebenso. Dankeschön. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.